Senfgemeinde. Herzlich willkommen heute nicht zum Viertelfinaleinstand, denn Jens Röber ist da. Das hat ja geklappt, wie auf Stichwort, mein lieber Jens. Ah, Zufall. Aber Michael Körner hat die schwerste Verletzung, die sich ein Senftester in seinen schlimmsten Albträumen vorstellen kann. Was predigt uns Michael seit Jahren? Keine Milchprodukte essen. Was predigen wir? Ihm mehr Senf essen. Er hätte auf uns hören müssen, denn Körner ist leider krank geworden. Der Magen. Und das ist in diesem brutalen Männersport natürlich die schlimmste Verletzung. Und deswegen gibt es heute keinen Test. Es gibt heute kein Viertelfinale. Aber bevor ihr jetzt abschalten wollt, es gibt heute Top-Innovationen. Ich glaube, das ist der Grund, dabei zu bleiben. Oder vielleicht auch das. Ja. Es gibt Top-Innovationen. Es gibt für euch die Möglichkeit, natürlich alte Senf-Folgen nochmal nachzugucken, wenn ihr irgendwas verpasst habt, vielleicht euer Bracket auch auf den neuesten Stand zu bringen, mehr Almdudler zu trinken in der Zwischenzeit. Für mich ist Dudeln übrigens Living La Vida Locker. Und für dich, Jens? Dudeln ist für mich gegen den Strom trinken. Ich habe einen Vorschlag an Almdudler. Lasst es. Lasst es bitte sein. Das ist es nicht. Nee. Weißt du, wer die letzten Wochen grew on me? Der Haas. Wir haben den Haas ja sehr, sehr früh, den Haas-Grillsenf verabschiedet. Auch zu Recht. Na, in dem Fall vielleicht zu Recht, aber den habe ich jetzt zu Hause immer so auf das Butterbrot geschmiert. Der Haas, der hat was. Butterbrot. Wenn ihr sagt, Butterbrot ist für mich das Kriterium, dann schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr einen Kommentar seht, der so etwas schreibt, like diesen Kommentar und wir werden dann schauen, dass wir da aus diesen Vorschlägen der Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher für unseren Senftest etwas rausnehmen. Wir werden jetzt selbst rausgehen und suchen, aber Stichwort Vorschläge, es gibt, man mag es kaum glauben, eine Zeit nach dem Senftest. Wenn ihr jetzt schon sagt, ja, wir wollen, ich mag keine Zwiebeln, dann sage ich gleich, ich teste keine Zwiebeln. Nein, aber ansonsten bin ich für vieles offen, am besten, ich glaube, wir brauchen was Süßes, oder? Man muss es immer zu essen sein. Nein, muss nicht zwangsweise zu essen sein. Wir können auch irgendwelche... Bruno fragt gerade, ob ich auch Leckerli für Hunde testen. Ja, die kleine Service-Ecke. Wir testen fast alles. Wir testen fast alles und wir machen fast alles. Wir haben noch andere Dinge vor. Ich wollte ja, habe ich euch versprochen, nach unserem Winddebakel, dass ich euch erkläre, wie man eine GoPro tatsächlich vor Wind schützt. Hm. Wer, wenn nicht, ich könnte das machen. Ich habe selbst bei meiner, ich war zu faul, das zu machen, ich gebe es ehrlich zu, aber wir werden auch darüber noch sprechen. Wir werden euch zum Beispiel auch eine Tour durch das Sportradio 360 Mobil zeigen. Das ist stark. Wir werden möglicherweise vielleicht noch irgendwelche interessanten Touren machen. Ah, jetzt seid ihr wieder plötzlich wieder Freunde. Ja, jetzt mal. Das Bärchen und der Jens. Also solche Dinge haben wir sowieso schon vor und das wird es auch alles auf diesem Kanal geben. Euer Input ist aber jederzeit natürlich gefragt und gewünscht. Wir machen uns auf die Suche, Jens. Schnell los. Ja, auf geht's. Warum nicht mal vegetarisch? Ich glaube, da kann er keine Freude haben. Jens, das ist es hier. Nikolaus mit Senf. Träumchen. Die hatte ich schon mal vorbereitet. Du wolltest sie nicht. Die schmeckt eigentlich nicht schlecht. Jens, Tofu, klassische Vegetarier-Mahlzeit, auch auf dem Grill. Aber die kann man wirklich nur mit Senf essen, weil es schmeckt nach gar nichts. Null. Wäre also eine Idee. Das ist eine Idee. Das kann man schon ausprobieren, finde ich. Also wir haben ja beim nächsten Mal die Eitrecken, aber die sind Bio. Und Pfefferbeißer. Das ist Pfefferbeißer. Groß Leberwurst. Das ist mir zu grob. Ja, meine Empfehlung wäre noch Leberwurst aufs Brot mit Senf. Habe ich schon gegessen. Pommes mit Senf, genau deins, oder Jens? Nur im Stadion, finde ich. Aber warum nicht auch mal zu Hause? Ich weiß es nicht. Du darfst meinen Hund nicht streicheln, wenn er zu dir kommt. Ich will das immer wieder tun. Nein, ja, aber das ist doch... Er erzieht dich. Das ist es, Jens. Nikolaus mit Schokolade. Herrlich. Wir haben was ganz Neues. Und zwar, wenn ihr jetzt auf das Bärchen klickt, dann könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Aber nur wenn ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr nie mehr was verpassen. Ihr seht, hier kommen schon die ersten WhatsApp-Nachrichten rein. So stark. Die uns schreiben... Esst mehr Senf. Bitte esst mehr Senf. Körner. Hier also für das Abonnieren und klickt auf mich. Hier, wenn ihr die Playlist mit der BSE nochmal sehen wollt. Wir machen uns jetzt auf die Funktion. Das weiß ich noch nicht, ob es funktioniert, aber ich werde es testen. Wir wachsen ja mit diesem Kanal.